Was geht, Leute? Der Thales hier mit einem weiteren Elden Ring Guide für euch. Die offene Spielwelt von Elden Ring ist gigantisch. Um sich also in der riesigen Welt von Elden Ring zurechtzufinden, wäre eine Karte ganz nice. Daher zeige ich euch in diesem ersten Erkundungsvideo, wie man die ersten 11 Kartenfragmente bekommt. Außerdem zeige ich euch einen Weg, wie man ganz einfach auf das Altus-Plateau gelangt. Und los geht's auch schon nach dem Intro. So Leute, dann legen wir mal los. Alle hier gezeigten Kartenfragmente können eingesammelt werden, ohne einen einzigen Boss zu legen. Wir starten gleich zu Beginn mit dem allerersten Kartenfragment, falls das irgendeiner von euch übersehen hat. Normalerweise müsste das eigentlich jeder sammeln, aber kann ja mal passieren, dass man daran vorbeiläuft. Also, wir starten am Startpunkt, gehen dann zu der Kirche, aktivieren dort das Leuchtfeuer. Bewegen uns dann weiter durch den Waldweg zum Lager. Und finden inmitten des Lagers einen Kartenstein. Diesen aktivieren wir und erhalten die Karte von Lingrave West. Für die nächste Karte starten wir wieder an dem Kartenstein, reiten durch das Lager der Straße entlang, ignorieren die Gegner, bis wir zu den Ruinen eines Hauses kommen. Hinter den Ruinen geht es noch etwas weiter Richtung Nordost. Dort können wir dank der Luftströmung gefahrlos nach unten springen. Weiter geht es durch den Wald Richtung Nordosten, bis wir an die Ruine eines Hauses gelangen. Wir folgen dem Weg, der neben dem Haus verläuft, bis zu dem Kartenstein und erhalten die Karte von Lingrave Ost. Als nächstes begeben wir uns zum Drachenhügel. Wir reiten vom Kartenstein aus Richtung Norden der Felswand entlang, bis wir zu einer Luftströmung kommen, die wir benutzen, um weiter raufzukommen. Danach reiten wir den Gang hinauf. Wo uns auch schon ein Riese erwartet und entgegenrollt. Wir weichen ihm aus und reiten weiter. Wir reiten weiter Richtung Osten und kommen an einen Abgrund, den wir aber mit Sturmwind leicht überwinden können. Danach geht es weiter geradeaus bis zum Kartenstein. Für die nächste Karte starten wir in der dritten Kirche von Marika Richtung Norden. Dort benutzen wir wieder die Luftströmung, um ganz nach oben zu kommen. Oben angekommen, reiten wir weiter Richtung Südosten.
Dort suchen wir uns einen Weg die Klippen hinunter und durch den Sumpf, Richtung Südosten. Hier müsst ihr sehr vorsichtig sein, denn ein Dunkelkavallerist wartet hier schon auf uns. Doch wir schnappen uns einfach die Karte und hauen ab. Für das nächste Kartenfragment starten wir wieder am ersten Leuchtfeuer in Lingrave. Von dort aus reiten wir Richtung Südosten, bis wir an eine Klippe kommen. Dort benutzen wir den Aufwind, um ganz nach oben zu kommen. Und springen dann über die Gräber wieder nach unten zur Straße. Wir reiten der Straße entlang, über die Brücke an den Befestigungen vorbei und landen beim nächsten Kartenstein. Vorsicht, auch hier wird wieder scharf geschossen. Als nächstes starten wir bei dem Leuchtfeuer in Leonia und reiten Richtung Nordwest bis zur Klippe. Dort springen wir von Grabstein zu Grabstein, bis wir ganz unten angekommen sind und reiten weiter Richtung Westen. Wir durchqueren den Sumpf, bis wir an einer Ruine angekommen sind. Hier warten schon drei Gegner darauf, vermöbelt zu werden. Sobald es erledigt ist, holen wir uns den Kartenstein. Wir starten wieder am Leuchtfeuer in Leonia. Diesmal reiten wir den Weg entlang, den Abhang hinunter, bis wir zu einem Lager kommen. Dieses durchqueren wir und reiten dann weiter durch den Sumpf. Wir reiten vorbei an den Ruinen von Laskir und einigen blauen Kristallen.
Vorsicht vor den Riesenkrebsen in diesem Gebiet. Die können einen ganz schön überraschen. An der Torstadtakademie finden wir unseren nächsten Kartenstand. Von der Akademie aus starten wir Richtung Nordwesten durch den Sumpf. Das ist ein ganz schön langer Ritt hier. Danach biegen wir leicht nach Norden ab, bis wir wieder trockenen Boden unter den Füßen haben. Hier erreichen wir auch gleich den nächsten Kartenstein. Um an den nächsten Kartenstein zu gelangen, müssen wir zuerst den antiken Fahrstuhl wieder in Betrieb nehmen. Dazu benötigen wir zwei Hälften eines Medaillons. Die erste der beiden Hälften ist in einer Burg südlich von der dritten Kirche von Marika versteckt. Um dorthin zu gelangen, folgen wir einfach dem Weg Richtung Süden. In der Burg erwarten uns einige Gegner, die wir aber einfach ignorieren. Wir laufen ganz nach oben und klettern die Leiter hoch. Am höchsten Punkt ist eine Truhe, in der die linke Hälfte des Medaillons auf uns wartet. Vorsicht, die Gegner können hier auch klettern. Mich hat das ganz schön überrascht, also passt auf euren Rücken auf. Für die zweite Hälfte des Medaillons starten wir am westlichen Drachenhügel. Wir reiten weiter nach Osten, an den Drachen vorbei, bis wir an eine Burg kommen. In dieser Burg ist das zweite Stück versteckt. In dieser Burg müssen wir einfach nur eine Leiter hinaufklettern und dort ist auch schon das zweite Stück. Jetzt, wo wir beide Hälften des Medaillons haben, machen wir uns auf den Weg zu dem Aufzug von Dektus. Dazu starten wir am nördlichen Seeufer von Liomia.
reiten durch die königlichen Ruinen. Weichen den magischen Beschuss aus, bis wir an einen kleinen Tümpel kommen. Hier benutzen wir die Felsformation, um über den Abgrund zu kommen. Danach reiten wir nach Süden zur Hochstraße von Bellum. Wir folgen dem gepflasterten Weg, bis wir an ein großes Tor kommen. Wir benutzen das Medaillon, befördert uns auf das Altusplateau. Dort angekommen, folgen wir der Straße bis zu einer Abzweigung. Wir biegen links ab und folgen dem Weg bis zum Kartenstein.
Für die nächste Karte starten wir wieder an der Abzweigung, folgen dem kleinen Weg, bis wir an eine zerstörte Brücke kommen. Dort aktivieren wir das Leuchtfeuer und benutzen dann das magische Portal, um auf die andere Seite zu kommen. Auf der anderen Seite angekommen, folgen wir weiter den Weg, bis dieser nach Westen in ein kleines Dorf abzweigt. Wir reiten hindurch und weiter durch den Wald Richtung Westen. Danach benutzen wir den Aufwind, um ganz nach oben auf den Berg zu kommen und reiten über die Hängebrücke. Wir benutzen den Aufwind, um auf den Berg zu kommen. Dort erwartet uns auch schon ein Bossfight, den wir aber ignorieren.
Wir springen bei dem Felsvorsprung die Klippe hinunter und folgen dem Weg hinunter bis zum Kartenstein. Vorsicht vor der Spinnenhand, die kann einen beim ersten Mal ganz schön überraschen. Kommen wir nun zum letzten Kartenstein. Dazu reisen wir zurück zu dem Leuchtfeuer am Plateau und folgen der großen Straße. Wir ignorieren die Gegner, die uns den Weg versperren wollen, und reiten weiter bis zu einem goldenen Bäumchen. Dort ist auch schon der nächste Kartenstein. So Leute, damit haben wir jetzt alle Karten gesammelt, die man sammeln kann, ohne einen einzigen Bossgegner zu besiegen. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund, euer Thales.